Hallo Leute, ich bin's, der Sauli und ich hätte mal eine Frage an euch, ja? Also ich habe gerade Cuphead aufgenommen, ich bin das gerade am Schneiden und ich habe jetzt von 25 Minuten auf 20 Minuten geschnitten, indem ich quasi nur die Highlights eines jeden Runs gelassen habe und dachte mir, eigentlich ist das gar nicht so verkehrt, oder? Jetzt ist die Frage, interessiert euch das, einen Run immer wieder von vorne zu sehen, bis man stirbt? Oder denkt ihr euch, okay, lieber 3 Level und dafür schneidest du in den Runs, wo du es nicht geschafft hast, einfach immer zu den Punkten, wo man HP verliert und am letzten Ende stirbt, also quasi so die Highlights eines Levels. Natürlich beim ersten und zweiten Versuch, also da, wo man wirklich Progress macht, lässt man es so, wie es ist. Quasi so die ersten 5 oder 10 Minuten bleiben, wie sie sind. Und ab danach wird das dann so in Highlights geschnitten. Keine Ahnung, ob ihr es besser finden würdet oder nicht. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, dann werde ich das morgen bei der Folge in Betracht ziehen. Allerdings nehme ich morgens auf. Das heißt, ihr müsstet mir das noch abends kommentieren, weil ich sonst am nächsten Tag noch nicht drauf eingehen kann. Aber ihr könnt mir das natürlich dann auch morgen schreiben. Ne? Dann dauert das halt eine Folge länger, bis ich das tue. Okay, das war's auch schon. Länger möchte ich euch gar nicht verlabern. Und viel Spaß bei Cuphead. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Cuphead. Mit mir, dem Sony. Ja, ich habe gestern bei Dera im Stream zugeguckt bei Cuphead. Das ist jetzt, glaube ich, bei 47% mittlerweile oder so. Da konnte man sich auf jeden Fall sehr gut angucken. Hatten wir schon? Ihr Typen, also ihr Jungs so, weil es immer noch ein Koop-Spiel. Also kann ein Koop-Spiel sein, ne? Ihr denkt, das ist ein multifarbener Chaos? Sagen wir einfach. Ihr denkt, eure Situation ist scheiße. Denkt ihr, ja? Aber was ist, wenn ich euch erzähle? Was? But what if I told you there was a way to see it in shades of grey? Ein Weg in einen Pazifist-Plattformer. Okay. Well, and little Max, believe me if I told you that. I wonder. Ich hab's nicht mal verstanden, sorry. Sorry, me not speaking English. Okay. Wasserlevel sind immer. Bleh. Aber eigentlich müssen wir erstmal den Level machen, ne? Ist ja egal, was uns zuerst salzig macht. Jetzt wird es. So, habt ihr gehört? Let's go! Ich hab ein bisschen Angst. You're up. War ein Perryfisch. So, der ist endlich tot. Nein, oh. Ja, man kann Schüsse halt nicht so einfach abbrechen, ne? Und ich schieße lieber frühzeitig als zu spät. Und da komme ich eh nicht ran. Zurück. Ich weiß, dass ich auf dir mitfahren muss. Okay. Da ist auf jeden Fall eine Münze. Ach ja, das ist ja, das gefällt dir so, Cuphead, ne? Oh, bitte. Alter. Ja, dieser Panik-Dash nach hinten. Dass der nicht aufgeht, hätte man sich denken können, nicht, ja? Okay. Aber wie schnell die sterben durch die Dreierschüsse, aber da halt gerade nicht. Alter. Wir leben in gefährlichen Zeiten in Cuphead. Los, Autoshots. Helft mir, das zu überstehen. Alter, verpiss dich, Dude. Alter. Den hätte ich gebraucht. Fuck.
Ich glaube, misstrauisch zu sein ist hier in diesem Spiel nicht verkehrt. Oh mein Gott. Was? Was soll ich denn da machen, bitte? Und das Ding einfach mal singt. Das war schon ein bisschen fies, oder? Und da war nirgendwo was zum Hingehen. Ach komm, leck mich doch hart, Mann. Dieser Autoshot ist schon nice, ne? Aber der macht halt gar keinen Damage. Die Priorität des Autoshots ist auch Alter. Haben jetzt ein paar Parries bei raus. Wollte ich gar nicht mal. Alter. Er parried nicht, ne? Ich hab die ganze Zeit A gedrückt, aber okay. Ich sag's dir, das Parrying geht manchmal nicht. An der Theorie hatte ich langsam fest. Es fällt mir halt an mehreren Tagen auf. Deswegen vertraue ich einfach meinem Gefühl da ein bisschen. Aber vielleicht zeigt sich hier einfach nur, ja, du bist wirklich so schlecht, auch im Dark Souls Parrying. Weil jeder, der mir mal bei Dark Souls und PvP zugeguckt hat, weiß, wenn ich gewinne, dann nicht durch Parry. Generell das Gewinnen ist auch schon nicht so häufig. Das war diesmal ein bisschen an... Doch, komm, ey. Bam! Ja. Natürlich kommt genau da mit so einem Seesternchen hoch. Jetzt ist er da, ne? Hey, leck mich am Arsch, Spiel. Aber der Level geht. Und wir versuchen, die Folge noch interessant zu gestalten. Auch wieder interessant. Ja, das konnte ich nicht verhindern. Ach, komm schon, Mann. Da wäre doch das Ziel gewesen. Da kommt er hier noch nicht, doch. Hi, Spike. Na? Ja, natürlich. Ich lande drauf und fall dann durch, oder was? Okay. Und wir müssen uns viel schön motiviert lassen hier. Ja, und der fällt natürlich so, dass er dann direkt auf uns drauf fällt. Was wäre Cuphead für ein Spiel? Hallo, Perrin! Sag's dir, Perrin funktioniert in dem Spiel nicht richtig. Also das sind immer so überraschende Lebenspunkte, die man verliert, weil man sich ja denkt, ja, Perrin, easy peasy. Gut, das war ein dummer Versuch. Prost Tee. Now go. Ja, ja. Wäre schon etwas weniger gesprächig bei dem Level. Oder Level, ich finde den ganz cool, wie gesagt. Deswegen... Alter, töte ihn doch, Mann! Ja, komm. Pick doch die Hölle zu, Mann. Macht dieser automatische Schuss 0,1 Schaden, oder was?
Aber eigentlich sterben die doch relativ schnell, aber manchmal halt einfach gar nicht. Sind sie so unverwundbar. Erstmal die Fischchen abwehren hier. Ja, natürlich, Mann, ey. Ich weiß schon, warum ich jetzt nicht gesprungen bin. Siehst du, das meine ich? Der Gegner ist direkt vor ihm, er schießt dran vorbei. So, what? Fick die Hölle zu, fick die Hölle zu, fick die Hölle zu. Fang schon wieder an, zu nah am Mikrofon zu sein. Ich merke es dann immer dadurch, wenn ich atme und die warme Luft aus meiner Nase wieder zurückkommt in mein Gesicht. Weiß ich, okay? Du knutschst gerade wirklich. Hab ich die Münze mitgenommen? Ja. Denke ich mir so, okay? Du knutschst gerade wirklich das Mikrofon. Lass das. Das war gerade noch rechtzeitig und da habe ich Glück gehabt. Guck mal, die Autoshots verteidigen mich voll von diesen Seesternen, ne? Ich krieg die nur mit, wenn ich mal nicht schieße. Und tschüss. Wir haben hier mal 3 HP, das ist doch schön. Ich muss das Ding bedienen hier, bevor der sinkt. Ach, die Münze, lol, Mann! Ey! Ja, jetzt sinkt er eh, Mann, jetzt ist eh RIP. Oh, ich habe eine Münze vergessen. Weißt du was? Nein! Nicht ohne die Münze. Was Dummes, Mann. Also da dachte ich mir, ich gucke mal kurz so nach den Gegnern. Lieber, ach komm. Ich fange jetzt auch an zu retryen. Wenn das Spiel wieder anfängt, mich zu verarschen, mache ich einfach einen Retry. Also, wenn die Schüsse plötzlich nicht mehr treffen können oder Schüsse keinen Schaden mehr machen. Dann ist mir egal. Wenn der Dash mal wieder nicht funktioniert. Hat diese Worst-Case-Szenarios nicht, wa? Die muss man sich nicht geben. Das war schon wieder ganz kurz davor, mich aufzuregen. Bin schon ein bisschen salty, ja, und wir sind noch nicht mal bei einem Boss. Das ist ja das Problem an der Sache. Er ist nicht down gegangen, das ist ein Problem. Jetzt ist er down. So, das läuft doch bisher ganz gut. Hätte ich nicht sagen dürfen. Jetzt wird der Run nichts. So, ich schieße jetzt ein bisschen so. Und kurz bevor der die Münze kommt. Warte, ich baue mal kurz, bevor es weitergeht. So, jetzt wechsle ich auf den Schuss. Mach den. Und mit die Münze.
Mach ich wieder den? Alter. Ja, komm doch wieder hoch, Mann. Alter. Oh, alter Schwede. Muss man selber die Eisberge wegschießen, damit das nicht runtergeht? So. Goldcoins 4 von 5. Ich habe irgendwo einen vergessen. Weiß aber nicht wo. Irgendwo ein versteckter Coin. Aber das soll jetzt nicht unser Problem sein. Es ist zwar ein Problem, aber es soll nicht jetzt unser Problem sein. Haben wir eigentlich sonst schon alles bei allen Wegen? Nee, das haben wir noch nicht. Theater. Ach, gucken wir hier doch mal rein. Sally, Stage Play in Dramatic Fanatic. Schauen wir mal. Übrigens schon bei 21 Minuten. Ah, die Münze hole ich dann aber nicht im LP. Aua. Mache ich dann für mich alleine die Münze nochmal zu holen. Wir haben den Level geschafft. This is what count. Warte. ETF. Voll reingedasht. Ich bleib einfach dabei, was ich gesagt habe. Okay. Mein Kopf juckt. So dieses typische Cuphead. Oh, Alter. Ich hab mir gerade den Kopf gejuckt, oh mein Gott. Und ich kam damit durch. So, ich habe bald meine Special. Boah, ich kann ihn steuern, das ist ja scheiße. Also, es ist scheiße, weil es schwer. Das schießt auf die Babys? Warum tut man das? Cuphead ist ein Monster! Er schießt auf Babys! Okay, Kleinkinder. Lightning. Alter. So, man muss ihn wegschießen, okay. Das war noch gar nicht die letzte Phase. Mach mich traurig. Alter. Jawollo, first try, Mann. Nee, war es gar nicht. Jawollo, second try, Mann. Muss ich ja doch gar nicht so krass schneiden. Easy.
Ja, Leute, das war glatt mal ein B-Plus hier. Ein Parry mehr und ein HP mehr und wir hätten hier den A-Rang rausgeschmettert. Bam. Easy. Peasy. Lemon squeezy. Ich werde mich dann gleich noch drum bemühen, diese Münze zu holen, damit wir die das nächste Mal haben, wenn... Was da jetzt auch noch lang? Oh je. Wo geht's denn da hin? Auch noch ein Level und dann geht das da auf und dann Try Your Luck ist dann noch ein Level. Das ist ziemlich groß, das Level. Das ist ja auch das letzte, oder? Glaube ich. Nun gut. Dann werde ich gleich meinen Spaß nochmal haben mit diesem Wasserlevel und werde diese Münze suchen. Und wir sehen uns aber wieder in der nächsten Folge von Cuphead. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr euch auch auf mich. Wie gehabt, kommentiert, bewertet, positiv oder negativ. Verbreitet das Video in die Welt. Ja. Oder genießt es einfach nur und habt eine schöne Zeit. Alles ist okay. Okay, dann bis zur nächsten Folge von Cuphead. Euer Saulinex.